Hallo Mädels, wir machen heute das Haartutorial zu den Locken, was ihr euch gewünscht habt. Und ich habe mich entschieden, weil ihr euch so uneinig wart, dass ich das Make-up jetzt einfach mit dazu mache. Und wir machen das tatsächlich so als Wochenendserie zum Ausgehen. Das wird heute ein Ausgeh-Look. Als erstes will ich euch sagen, dass ich keinen Lockenstab und kein Glätteisen benutze. Das hat einfach zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich der Meinung bin, dass diese Hitze, die einen Lockenstab oder einen Glätteisen produziert, einfach viel krasser ist als die Variante, die ich jetzt benutzen werde. Und das zweite ist, dass ich dass ich mir die Finger dabei breche, dass ich das mit dem Glätteisen gar nicht hinbekomme. Ich kriege das dann auf einer Haarseite hin und auf der anderen irgendwie nicht. Und irgendwie ist das alles total chaotisch oder ich habe manchmal so Knicke da drin. Ich habe mir das einfach abgewöhnt und ich mache das jetzt nicht mehr mit dem Glätteisen. Ganz abgesehen davon finde ich, dass diese Glätteisenlocken auch immer total nach Glätteisenlocken aussehen, weil irgendwie trägt sie ja momentan jeder und ich finde, dass sie einfach nicht so weich fallen wie die Variante, die ich jetzt mache. Ich benutze nämlich ein uraltes Gerät. Ich zeige euch das mal, und zwar könnt ihr das sehen. Das ist von Babyliss ein Heißwickler-Set. Da gibt es dann solche Klemmerchen dabei, da kann man die Haare dann die Rollen mit fixieren. Und das benutze ich, das ist das einzige Geheimnis. Es gibt noch ein Geheimnis, aber das kommt dazwischen. Zuerst will ich euch einen kleinen Tipp noch sagen, wenn ihr kaputte Haarspitzen habt. Ihr kennt doch bestimmt diese kleinen Schutztüchlein, die man im Friseurbedarf kaufen kann. Die sind aber eigentlich recht teuer und ich kann euch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel mehrlagiges Klopapier habt, dann könnt ihr diese ganzen Lagen auseinanderrupfen und das hier unten so reinklemmen, hier unten in die Haarspitzen und dann einrollen. Das ist wirklich sehr gut. Mache ich jetzt aber nicht, weil das irgendwie gerade so den Videorahmen sprengen würde, weil wir ja auch noch ein Augen-Make-up zusammen machen. Ich fange jetzt einfach mal an. Als allererstes nehme ich nämlich einen Hitzeschutz erstmal. Das ist in dem Fall so ein Schaum von Vella SP. Ich schreibe euch das natürlich alles in die Infobox. Da mache ich mir erstmal so, braucht ihr gar nicht viel, so zwei, drei Pumpstöße, verreibt das erstmal so ein bisschen und gebe das so ganz leicht in meine Haare rein. Ihr müsst gucken, dass ihr da nicht zu viel auf einer Stelle habt, so wie ich jetzt gerade. So, jetzt massiere ich das hier unten nochmal so ein. So, und jetzt bürste ich nochmal meine Haare durch. So. Und jetzt werde ich ein ganz, ganz leichtes Haarspray in meine Haare einarbeiten. Und zwar nehme ich da das Nivea Blond Gloss, das ist die Stufe 4. Und ich finde, das ist überhaupt nicht gut haltbar, aber für solche Sachen ist das richtig gut, weil das einfach besser hält. So, und jetzt bürste ich das nochmal rein. Und jetzt fange ich mit den Locken an. So. Da nehme ich jetzt so ein, das ist die größte Rolle. Wickel das hier an den Enden, das könnt ihr gleich nochmal besser sehen, so drum. Roll das ein und fixiere das. In diesem Fall jetzt mit zwei Klammern, weil mir die sonst hier rausrutschen, die Haare. So, das ist jetzt die erste Rolle gewesen. Dann nehme ich mir einen Stielkamm. Und drehe hier wieder so eine große rein. Wickel das hier so drum. Und fixiere das wieder. So, und jetzt will ich euch sagen, das ist nämlich ganz wichtig. Es gibt hier drin, also bei dem Gerät, was ich habe, ich glaube, es ist bei den meisten Geräten so, gibt es drei Größen. Ich zeige euch die mal. So. Diese hier benutze ich immer nur oben und unten.
Also ganz oben und ganz unten. Einfach nur, weil ich unten die Länge nicht verlieren möchte. Also je lockiger oder je dichter, je enger die Locke wird, desto kürzer sehen eure Haare ja aus. Und das will ich vermeiden in meinen Haarlängen. Und ganz oben benutze ich sie, weil sie mir natürlich vom Ansatz an das meiste Volumen gibt. So, dann gehe ich weiter und benutze so zwischendurch mal diese hier. Vor allen Dingen hinten oder hier so. Also ich würde jetzt zum Beispiel hier bei der nächsten Partie, die ich nehme, diese hier benutzen. Und diese hier versuche ich immer so zwischendurch irgendwo einzubauen, weil die so eng sind, dass die mir einfach in meinen Stufen, die ich hier zwischendurch habe, einfach nochmal so ein bisschen extra Volumen gibt und diese kleinen Löckchen nochmal hier so rausgucken. Und dann sieht das Ganze so ein bisschen durcheinander aus, aber dadurch auch eben natürlicher, wie ich finde. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter. Jetzt nehme ich mir hier was. Ihr müsst es wirklich nicht exakt machen. Das soll auch gar nicht exakt sein, weil dann werden die Locken am Ende viel weicher und schöner fallen. Dann nehme ich jetzt auch wieder so einen großen. Wickel das hier so drum. Und hier. Ich habe übrigens mal eine Frage. Findet ihr das? Ich war letzte Mal so unschlüssig, als wir geschminkt haben. Mögt ihr das lieber mit Musik oder ohne? Also ich finde das mit Musik ja irgendwie besser, weil ich das immer so langweilig finde, wenn keiner redet und ich ja auch nicht die ganze Zeit alles hier erklären kann, weil eigentlich gibt es ja an irgendeinem Punkt manchmal gar nicht mehr so viel zu erklären. Und ich hatte da, glaube ich, total unterschiedliche Resonanzen und bin mir jetzt unschlüssig, was ihr lieber mögt. Es wäre schön, wenn ihr mir da vielleicht mal irgendwie ein Feedback geben könntet. Jedenfalls gehe ich jetzt hier weiter, zum Beispiel bei dieser Mini-Strähne. Teile ich mir so eine ganz kleine Strähne ab und da mache ich jetzt mal so einen kleinen rein. So, jetzt habe ich alles fertig aufgedreht. Ihr seht, das ist alles ganz bunt gemischt und ganz chaotisch und auf gar keinen Fall exakt und in einer Reihe. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen Haarspray da drauf machen, aber bitte nicht zu viel. Und was ich jetzt eigentlich machen würde, was ich jetzt aber nicht machen kann, weil wir jetzt zusammen noch ein Augen-Make-up machen müssen, ist, ihr kennt doch bestimmt alle von Mario Barth, ganz duschen oder nur mit Haare duschen oder ohne Haare duschen. Ich würde jetzt zum Beispiel tatsächlich unter die Dusche gehen mit diesen Lockenwicklern und meine Haare natürlich nicht nass machen, aber dieser Wasserdampf, wenn ihr euch einfach so ganz chillig wascht unter der Dusche, dieser Wasserdampf wird das echt besser fixieren. Und danach lasse ich das nochmal so ein bisschen drin alles, bis das, bis diese Feuchtigkeit so ein bisschen wieder raus ist. Macht dann die Locken raus und dann sind die Locken einfach viel intensiver und halten auch extrem gut. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Geht echt mal unter die Dusche. Ihr könnt euch zum Beispiel auch so einen Knoten hinten rollen, so einen Dutt, ihr kennt das, wenn ihr den so dreht und in die Dusche gehen. Und wenn ihr das aufmacht, dann werdet ihr richtig kräftige Wellen und Locken in den Haaren haben. Ich finde das ganz toll, diesen Effekt. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren.